Ich bin euer Georg Grauwuth, das ist Bomber Crew. Zusammen mit der Rocky zeige ich euch mal, dass wir schon alle Aces getötet haben. Wir haben 13.000 Schmeckerlons, 42 Augen. Wir haben Perk, weniger Damage, mehr weniger Armor von den Gegnern. Und wir machen jetzt nochmal Operation Overload. Genau. Es hat uns ja nicht an Kampfkraft gefehlt oder sowas, weil die haben wir jetzt hier. Sondern eher so, dass wir ein bisschen doof sind. Das kann die Rocky uns auch bestätigen. Ja. Gut, was geht's? Was sagst du? Ich bin nur Zugucker. Ja, ja, also du spielst ja auch nicht mit, aber du kannst ja trotzdem den Zuschauern auch nur sagen. Ja, ich habe immer noch die Standardbezeichnung hier, die ganzen Standardfarben. Und mir der Rest auch ziemlich egal ist. Ich habe vier Raketen unten drunter, wir haben nur die vier links drauf. Keine Alternativen. Irgendwas. Wir reifen nächstes Mal von rechts an und fahren dann einmal rum. Dazu geht er schon mal runter. Und Technikus, ja, macht mal erstmal nichts. Wenn wir vorne Damage brauchen, dann überlege ich mir das. Wir selecten schon mal eine Bombe. Wir können übrigens manchmal einen Doppelgewinn machen. Wenn ihr nämlich Ziel fotografiert und dann zerbombt, gibt es manchmal extra Credits. Das war das erste Schiff, was immer angegriffen wird, ne? Von dem lustigen Ding da. So, und jetzt machen wir das auf. Halten unsere Raketen aber am Fuß. Passen auf, dass wir nicht so krass getroffen werden von dem ganzen Brandgedöns. Das mal halt hochfahren, damit wir nicht von der Flak so zerstört werden. Weil die löst nämlich so dezente Brände bei uns aus, die Flak. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ja, das ist dann auch gleich kaputt, das Schiff. Wir sind leider nicht so schnell. Das ist ein Problem, das sehe ich durchaus. Dann schießt noch ein bisschen mit Sprengmoom. Warum konnten wir das jetzt nicht? Ach, wir hätten auch Turbo Boost nehmen sollen. Naja. Dann nehmen wir einfach nur das Geld mit, wenn wir es gerade verkackt haben. Dann können wir eigentlich auch wieder schnell zurückfliegen. Haben wir die Mission leider nicht geschafft. Ey, besser als abgeschossen zu werden. Müssen wir vielleicht mit Turbo Booster reinfliegen. Wäre vielleicht eine Variante. Aber dann fahren wir erstmal nach Hause. Zum Glück haben wir dann jetzt hier keinen Loose zu verzeichnen.
Ja, auch nicht so viel Plus gemacht. Ein Luftbeobachter ist bestimmt auch, oder ja. Generell Bomber ist bestimmt noch ein interessanter Job gewesen. Den ist direkt hier zerlöscher wie ein Schweizer Käse. Es kommt von irgendwo wahrscheinlich etwas hergeflogen und tötet uns. So eine verirrte Rakete oder was? Ich setze da unten dieses Ding abbaue, damit wir leichter sind. Dann kommt nachher wieder so ein riesen Bomber und tötet uns von unten. Schießt dann einfach nach oben. Hatten wir schon mal. Gehen wir nochmal auf Mission, ist doch halt so. Muss man sich das Ding so zusammenschustern wie bei Crossout? Leider nicht. Du hast der Bomber an sich das vorgegeben, aber du kannst halt verschiedene Sachen machen. Mehr Rüstung, schnellere Motoren oder so. Zeige ich dir jetzt. Also hier mehr Panzerung einbauen, ein bisschen für Survival, hier so Equipment-Zeug für Flugzeug an sich, die Turrets und die Motoren. Das ist ein bisschen witzig mit den Motoren. Es gibt hier ein MK5 für Armor und ein MK5 Standard. Aber Lightweight gibt es nur 3, die sind halt leichter. Aber dafür gehen die halt schneller kaputt. Ist halt, ja. Ich habe kein Geld bekommen. Schade. Dann gehen wir da nochmal rein. Bis wir es geschafft haben. In diese eine Minute oder was es da ist. Den locken wir. Du darfst direkt mal reparieren hier. Alle anderen gehen nach Haien wieder zurück und nach Arbeiten, aber der Bombermann, der nicht. Dann drücken wir dem jetzt mal den Turbo in den Tank, würde ich sagen. Damit wir da gleich ordentlich Geschwindigkeit haben. Holen uns die Spitfighter zur Hilfe. Damit wir uns aufs Bomben konzentrieren können. Das sind nur Landungsschiffe, die schießen leider nicht zurück. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, 1,25, das ist schon wieder so eine Zeit. Die ist echt schwierig. Wir sparen uns das jetzt mal mit dem Rauf- und Runterfahren. Und hoffen, dass sie uns nicht hier abfackeln werden. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, darüber zu fliegen. Sollte ja funktionieren, wenn wir hier ordentlich den Tiger in den Tank packen. Dann droppen wir jetzt alle. Ach, jetzt können wir die Airbase halt nicht mehr zerstören, weil wir alle gedroppt haben. Egal, das ist ja nur ein Zusatzziel. Autotech.
Das können wir aber mal ein bisschen Missile Power hier machen. Hat den noch getroffen. Das können wir dem hier mal sagen. Lösch den Flieger. Wir hätten vielleicht noch die eine Bombe drin lassen sollen. Naja. Close the door. Safety first. Murphy, geh mal eine Runde heulen. Ja, ist denn nur ein Zusatzziel gewesen mit Destroy the Airbase. Und er heilt sich jetzt hier einen weg. Lower Gear. Also ich weiß nicht, warum wir in der letzten Runde so krass gestorben sind. Wir haben jetzt nichts anders gemacht. Aber was wir uns mal angucken können, wäre das und das. Defense Fire. Bomber kann übrigens keine so krasse Drehung machen. Das habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesagt. Weil wenn er da, warum macht er das jetzt nicht hier auch, ne? Warum fährt er jetzt so rum und nicht andersrum? Wäre doch viel schlauer gewesen. Naja. Jetzt gucken wir, wie der landet. Er hatte so viel Zeit, aber irgendwie schafft er das nicht. Wenn du so landest, dann ist irgendwas falsch gelaufen in deinem Leben. Ja, zumindest kommt er mal gerade runter. Haben wir es geschafft. Ich bin begeistert. Oh. Das war dann doch kein Zusatzziel, ne? Aber Erfahrung haben wir bekommen. Hoffentlich. Auch nicht. Was ist denn das für eine komische Mission? Ja gut. Dann wissen wir jetzt, wie es geht. Ich wette, das werde ich jetzt einige ärgern. Aber das ist mir egal. Warum? Ja, weil ich die Mission bestimmt schon 10 Mal gemacht habe. 8 Mal gestorben bin, gefühlt. Immer weil ich angefangen habe zu brennen. Und jetzt ist hier das noch nicht mal bestückt. Naja. Und sonst waren so Sachen, die da aufblocken, immer nur Zusatz. Bin ja auch bis zum Flugfeld bekommen. Aber ich bin dann meistens brennend abgestürzt. Dann suchen wir uns jetzt den Kram und fliegen halt zu dem Ding rüber. Und dann schicken wir dem erstmal eine kleine Homing-Mission nach oben, damit die direkt wissen, wo sie dran sind. Ist sie überhaupt eingeschlagen? Nee. Ah doch, ist sie die. Aber die machen, sonst haben sie mal One-Shot gemacht. Jetzt machen sie halt keinen One-Shot mehr. Richtiges Flakfeuer hier in der Küste. Von Frankreich. Wenn wir da jetzt in die Richtung weiterfliegen, ist auch da der Flughafen. Und das wird dann nochmal richtig anders lustig.
Also dann mag ich lieber die Mission, wo die Flachs die ganze Zeit unten rumpoltern, als diese komischen Scheißdinger hier. Ganz ehrlich. Oh. Ja, gut. Das sind zwei Flughäfen. Ja, ist ja höchst interessant. So. Darf ich jetzt nach Hause fliegen? Wäre ich dir sehr verbunden. Da brennt irgendwas. Er ist gerade ein Flugmotor runtergefallen. Läuft. Habt ihr den einfach weggeschossen? Kannst du nicht gehen? Komisches Flugzeug da hinter mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Gehst du weg? Los, Young. Zeig denen mal, aus was für ein Holz du Bomben wirfst. Dankeschön. So, jetzt müssten wir da mal kurz reparieren. Du nimmst aber einen Fallschirm mit, mein Freund. Das ist mir ziemlich egal. Ah, okay, kann er nicht. Jetzt dürfen wir keine komischen Lenkmanöver machen. Keine übertriebenen Loopings oder sonst was, bis er das da repariert hat. Wir machen mal einen Auto-Tag an. Und jetzt das. Ja, wir sind auf einem guten Weg nach Hause. Wenn er das jetzt richtig repariert, dann können wir den erstmal nach Hause schicken, also hier ein bisschen heilen, alleine Segen spielen. Jetzt nichts drücken, Hände weg vom Steuer, lass den erst einsteigen. Glück, Alter. Jetzt kann der erstmal wieder nach da, du gehst mal heilen. Alle sitzen. Gut, dann geht's runter. Jetzt kommt die lustige Befreiungsmusik. Du gehst heilen. Schnell das Ding ausfahren. Was sagt er hier?
Wir haben noch Sprit, war aber sackknapp. Aber dann zum Glück nochmal geschafft hier. Dann ist es auch schon wieder 8 Uhr. Jetzt stürzt das Ding ab. Nicht das erste Mal, dass das Flugzeug auf dieser Landefläche vollkommen abflippert. Oh, Gun Turret MK4. Jetzt schauen wir uns das Briefing an. Wir schauen es uns nur an, wie weit es jetzt geht. Können wir direkt die nächste Critical oder das machen? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.